In diesem Pokémon Go Video werde ich Mega Glurak entwickeln. Tippe für Mega Entwicklung. Boom, Junge, let's go! Und was passiert jetzt? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was? No way! Wie krank sieht das aus? In Shiny sieht das ja richtig krank aus. Das ist einfach. Was geht ab, Leute? Willkommen zu diesem neuen Video. Mal wieder Pokémon Go. Ja, ihr habt die letzte Folge gefeiert. Ich habe euer Feedback gehört und natürlich bin ich auch super, super gehypt auf das Mega Glurak, denn wir haben letztens in der Folge eine Quest erledigt, haben ein Glurak gefangen und gleichzeitig 200 von diesen, ich zeige sie euch mal ganz kurz, Megapunkten bekommen. Zack, für die Mega-Entwicklung. Und heute will ich mein Shiny Glurak in ein Mega Shiny Glurak verwandeln. Auch wenn ich nur eines habe, aber ich glaube, es ist nochmal krass als das, ja, normale Glurak. Hier am Tag der Aufnahme ist übrigens noch Flagmon Community Day, also geht auf jeden Fall ordentlich ab. Ich habe schon Shiny gefangen auf jeden Fall und ja, habe das auf jeden Fall auch schon entwickelt. Sehr, sehr nice. Und hier sind wirklich überall Flagmons. Nee. Nee. Let's go. Okay, das fangen wir nicht mit der Sananabeere natürlich. Das fangen wir, es ist so laut hier, dieser Bus, das fangen wir natürlich mit einer Himibeere und einem Hyperball. Es ist ein Shiny Psycho Flagmon. Kann das sein? Ist das gerade das, was ich denke? Digga, ich wusste gar nicht, dass das geht. Das ist ja krass. Und dafür kann man aber, dafür kann man die Candies verwenden, aber ich muss eine Herausforderung mit dem Kumpel abschließen, um das dann zu entwickeln. Digga, wie cool ist das? Okay, perfekt. Schreibt mir mal unbedingt in die Kommentare, wie ich das machen kann, was mit dieser Herausforderung auf sich hat, weil ich würde das natürlich sehr, sehr gerne machen. Ist eine klare Sache. Ja, und ich weiß nicht, was mich gecatcht hat, hier wieder Pokémon zu spielen, aber ich finde es mega nice. Also ganz ehrlich, da kann man echt nicht meckern. Macht einfach nur Bock. Ich filme übrigens nicht mit der Legria Mini X, mit dieser Oldschool-Kamera, mit der ich damals meine Vlogs gemacht habe, sondern mit einem Handy, mit einem Google Phone. Tatsächlich mega geil. Ich finde die Quali super stark. Ich hoffe, ihr feiert das auch. Und ihr seht natürlich nebenbei immer mein Gameplay eingeblendet. Wie immer, warum erkläre ich das eigentlich? Komm. Ich probiere jetzt übrigens zum ersten Mal so einen Team Rocket Pokestop zu machen, weil man kriegt da am Ende ja immer sozusagen einen Rocket Pokémon. Und ich habe das in der letzten Folge leider verkackt. Also ich habe es einfach nicht gefangen, weil es total geregnet hat. Und dementsprechend ist mir das leider abgehauen. Aber heute wollen wir das auf jeden Fall fangen. Ich würde sagen, ich mache mir kurz diesen Kampf hier. Nehme immer die vorgeschlagenen. Ich kenne mich da wirklich gar nicht aus, was da Meta ist, ne? Nehmt mir das nicht übel. Ich bin auch absolut kein Profi mehr. Ich habe einfach nur Bock drauf und deswegen mache ich es auch. Und ich hoffe, euch bringt das auch irgendwie zum Lachen, ne? Leute, was sagt ihr da? Willkommen zurück, Pukinoin. Jetzt, wo wir aufgewärmt sind, können wir uns an die Forschung zur Mega-Entwicklung machen. Ja, wenn ich das jetzt mal wieder durchlesen würde, juckt hier eigentlich niemanden. Ach so, okay, man kriegt noch mehr. Okay, perfekt, weil ich dachte schon, mit diesen 200 Points kann ich halt einen Mega-Glurak machen und das war's. Aber wir können hier tatsächlich nochmal 200 Points sammeln. Hä, krass. Verdiene 5 Herzen mit deinem Kumpel. Okay, ja, Herzen verdienen. Ja, wenn ich wüsste, wie das geht, keine Ahnung. Verwende 10 Power-Ups bei Pokémon. Ja gut, Power-Upen, das können wir auf jeden Fall gleich machen. Und dann sammeln wir direkt noch mehr. Okay, pass auf. Das heißt, ich würde sagen, wir suchen uns jetzt mal ein Pokémon, was wir power-uppen wollen. In dem Fall vielleicht sogar das. Boah, das kann man auch als Mega entwickeln. Krass. Okay, wir machen jetzt mal hier 1, 2, 3, 4... 5, 6. Das ist auch echt schon teuer. Viel mehr kann ich doch gar nicht machen, weil Sternenstaub wird dann ein bisschen knapp. Viele schütteln jetzt wahrscheinlich den Kopf und denken, Digga, wie kann man denn so krank seinen Sternenstaub wasten? Ich weiß es nicht. Ich habe wirklich überhaupt keinen Plan, was ich hier tue. Ich will einfach nur diese Challenges machen. Soll ich jetzt einfach mal das powern? Nee, das kann ich nicht bringen, ne? Wir powern schon eines von den höheren, aber vielleicht eines, was noch nicht so krass gepowert ist. Vielleicht das. Das heißt sogar Power. Komm, dann heißt es ja wohl, wir sollen das powern. Dann machen wir nochmal 6 hier. Achso, das ist auch viel zu teuer, ne? Das ist viel zu teuer. Komm, einmal powern geht. 6.000. Ist aber auch schon sehr, sehr teuer. Komm, das können wir mal power-upen. Ja, ist auch nicht wirklich billiger. Mann, warum ist das denn alles so teuer? Aber wir haben es geschafft. 10 Power-Ups. Mehr sollten wir, glaube ich, auch gar nicht machen. Und wir können uns direkt die nächsten 50 Mega-Glurak-Points abholen, wie auch immer die Dinger heißen. Ich habe keine Ahnung. Joa. Perfekt. Leute, es ist soweit. Ich bin auf jeden Fall bereit für diese Entwicklung, für diesen Mega-Moment. Hier, geil. Wir können das wohl dann auch irgendwann nochmal machen, wenn wir es schaffen. Und ich habe keine Ahnung, was so ein Mega-Ding ist. Ich habe, glaube ich, noch keinen Mega-Glurak. Also, glaube ich. Natürlich habe ich keinen. Also, ich zeige euch mal meine Gluraks. Ich habe insgesamt 6 Stück. Die sind, das habe ich heute gefangen, ne? Genau. Das ist das Neueste. Auch gleichzeitig das Schlechteste. Das hier ist mein einziges Shiny. Und das ist nicht so gut.
gut. Etwas schade. Wir können natürlich die anderen auch noch checken, ob die vielleicht ein bisschen besser sind. Der hat nur einen Stern gehabt. Schauen wir mal den an. Ah, warte mal. Der hat 2 Sterne, ist schon mal ein bisschen besser. Und den habe ich auch als Favorit markiert. Der hat auch nur 2 Sterne. Ich glaube, wir haben hier kein 3-Sterne-Glurak dabei. Doch, no way. Das ist vom 9.9.2016 aus Graz, Österreich. Das ist sehr gut. Aber das müssten wir halt auch erstmal entwickeln. Und dann hätten wir halt auch kein Shiny mehr. Wir machen das Shiny. Wir machen das Shiny. Denn, Leute, wir können uns dann auch noch ein normales Shiny-Glurak machen. Kein Mega sozusagen, sondern, wenn wir jetzt einfach mal nach Glutexo, genau, Glutexo heißt das. Wir haben noch ein Shiny. Das ist auch ziemlich kacke. Aber egal, spielt keine Rolle. Wir haben auch noch ein normales Glutexo. Und ich bin mir auch sicher, dass wir noch ein paar Glumandas haben. Ja, tatsächlich. Und da ist sogar auch ein Shiny dabei. 3 Ausrufezeichen. Ist leider auch nicht so gut. Wir haben wohl kein richtig gutes Shiny-Glurak. Spielt keine Rolle. Ich will einfach das Shiny-Glurak in Mega haben. Und das werden wir jetzt machen. Ich hoffe, die Aufnahme läuft. Ich check nochmal. Wenn das jetzt nämlich nicht festgehalten wäre oder würde, würde ich total ausrasten. Das wäre ganz schlecht. Leute, das Ganze kostet mich 200 Glurak-Mega-Energien. Das ist alles, was ich habe. Dafür haben wir dann aber ein Mega-Glurak in Shiny. Gefangen 2018 in Graz, Österreich. Attacken, ne, ihr seht's. Feuerwirbel, Lohe-Kanone. Ich denke mal, das ist nicht gut. Keine Ahnung. Ich kämpfe auch gar nicht mit den Dingern. Ich will das einfach nur haben. Let's go. Ich klicke jetzt drauf. Mega-Entwicklung. Oha. Okay, warte mal. Die Mega-Entwicklung dauert 8 Stunden? Bro, no. Nachdem du bei einem Pokémon zum ersten Mal die Mega-Entwicklung ausgelöst hast, kannst du bei ihm nach einer Ruhephase die Mega-Entwicklung erneut auslösen. Die Mega-Entwicklung dauert 8 Stunden. Es kann nur bei einem Pokémon entweder die Mega-Entwicklung oder die Protomorphose ausgelöst werden. Wir können jetzt Glurak, Mega-Glurak X oder Mega-Glurak Y machen. Das Y hat viel mehr WP. Ich google mal. Wenn man die Wahl hat, sollte man lieber auf Mega-Glurak Y setzen. Die Y-Form ist deutlich besser, doch die X-Form ist dennoch nicht total schlecht. Die Y-Form sieht, das ist die X-Form, so sieht die X-Form aus und so sieht die Y-Form aus. Oh Mann, aber die X-Form sieht cool aus. Was machen wir denn jetzt? Mann, das ist eine schwierige Entscheidung, ey. Die X-Form ist halt nicht so hoch von den WP, ne? Und ist wahrscheinlich für den Kampf nicht so gut geeignet. Die Y-Form sieht einfach aus wie ein großes, normales Glurak. Ich glaube, ihr werdet mich dafür zwar wahrscheinlich hassen, aber ich mach die X-Form. Wir nehmen Mega Glurak X. Let's go. Tippe für Mega-Entwicklung. Boom, Junge. Let's go. Und was passiert jetzt? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was? No way. Wie krank sieht das aus? In Shiny sieht das ja richtig krank aus. Das ist einfach grün. Ich habe ja gerade voll vergessen, dass das ja nicht normal wird. Das ist einfach grün. Bro, wie krass ist das? Das dauert jetzt wohl irgendwie 8 Stunden lang. Ich lese das jetzt mal ganz kurz durch, dass ich auch mal raff, was da abgeht. Okay, Fakt ist, ich habe es nicht gerafft. Man kann wohl irgendwie die Mega-Stufe öfters aktivieren. Die läuft auch irgendwie dann aus. Und jetzt läuft es erstmal 8 Stunden, aber ich habe das doch jetzt schon. Ach nee, oder wie? Tippe, um dann Mega-Level zu sehen. Aha. Ich raff nicht, was ich tun muss. Aber es sieht richtig geil aus. Digga, wie cool ist das bitte? Guckt es euch an. Krank. Das ist schon sehr, 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 sehr wild. Also, ich weiß nicht, ob sich das jetzt gelohnt hat, das zu machen. Aber ich hoffe doch. Ich hoffe doch. Leute, wir können uns jetzt hier auch direkt so einen Chip abholen. Und wenn wir dann noch 5 Herzen verdient haben, können wir uns nochmal 50 abholen und kriegen dann gleichzeitig nochmal 100. Dann könnten wir noch ein Y-Glurak machen. Allerdings, denke ich mal, werden wir das heute nicht schaffen, weil das war's schon mit dieser Folge. Ja, sehr, sehr geil. Wir haben das Mega-Glurak. Ich muss aber irgendwie noch rausfinden, was das jetzt kann. Ganz ehrlich, das ist ja jetzt total dumm. Leute, ich werde einfach nicht schlau draus. Der coolste Kommentar, der das am coolsten erklärt, der kriegt von mir ein Herz. Bitte, helft mir, Leute. Ich habe keinen Plan, was ich damit machen kann. Auf jeden Fall, lasst einen dicken Daumen nach oben da. Lasst auch ein kostenloses Abo da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao. Das ist neu. No way. Leute, kurzer Einschnitt hier noch aus dem Off. Eigentlich wollte ich schon aufhören und jetzt sind noch gerade 2 Eier aufgegangen. Das erste war schon mal ein neues Ding und das ist ein Carpador. Ja, das nehmen wir doch auch mit. Warum nicht, ne? Krass. Warte mal, was ist denn mit den anderen Eiern? Habe ich da nicht so... Warte mal... Items? Nee, wo sehe ich das? Eier? Ah ja, okay. Die müssen noch ein bisschen. Da muss ich noch ein bisschen hier mich bewegen. Okay.